Moin und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Es ist wieder ein bisschen Zeit vergangen seit dem letzten Video. Ich habe momentan so ein bisschen was um die Ohren, deswegen komme ich leider nicht so viel zum Filmen, Schrägstrich Schrauben. Wollte aber heute mal wieder ein kurzes Video machen, dass ihr mal wieder was zum Gucken habt. Ich hatte das schon mal angekündigt, beziehungsweise es wurde schon mal danach gefragt, kannst du nicht mal bei deinem TPH 172 Kubik die Kompression messen? Habe ich mir gedacht, ja, geile Idee. Besorge ich mir so ein Apparat aus dem Internet zum Kompressionsmessen. Das gibt es in verschiedensten Versionen, sieht aber am Ende irgendwie immer alles gleich aus. Ich habe mir so ein Teil bestellt. Das ist hier so ein Köfferchen. Hier ist so eine Armatur, die nachher den Druck misst. Hier sind verschiedene Aufsätze für die verschiedenen Gewindegrößen, wo jetzt die Zündkerze drin war, wird nachher so ein Gewinde reingedreht, über diesen Schlauch verbunden und dann wird praktisch gekickt oder der E-Starter gestartet und so baut sich dann die Kompression des Zylinders auf und die kann dann über diese Anzeige gemessen werden. Das werde ich gleich mal tun. Ich werde jetzt noch einmal rausfinden, welches Stück denn das richtige ist. Ich habe hier schon mal die Zündkerze rausgedreht und die werde ich jetzt einmal nochmal nachmessen. Dann zu schauen, welches Stück denn da rein muss. So. Also 14 mm müsste es denn sein. Es kommt natürlich darauf an, ob du jetzt zwischen den Rillen bist oder nicht vom Gewinde. Also 14 mm. Und das soll hier mit drin sein in diesem Paket. Hier ist so eine Beschreibung. Und dieses zweite Teil hier soll 14 mm sein. Dieser Einsatz hier. Und den drehe ich gleich mal rein. Und dann werde ich das mit dem Schlauch verbinden hier. Das Ganze wird hier reingedreht. Am Ende, nee, gar nicht wahr, hier. Das wird verbunden. Und dann wird hier am Ende dieses Barometer drauf gesteckt oder wie man das nennt. Und das kann man dann ausprobieren, was da rauskommt. Irgendwas zwischen 8 und 10, 11 Bar soll wohl der richtige Wert sein. Wir gucken gleich mal, was rauskommt, ob das alles klappt. Und dann sehen wir uns erstmal gleich im Roller wieder. Also bis gleich. So, wir sind jetzt hier am Roller. Ich habe ja die Zündkerze schon rausgedreht und da soll jetzt dieses Gewindestück rein. Das habe ich jetzt schon mal mit dem Schlauch verbunden. Da hat man hier so ein bisschen besseren Grip. Dann kann man das hier so langsam reindrehen. Und wenn das gleich richtig sitzt, dann verbinde ich das hier mit dieser Anzeige. Okay, jetzt dreht sich der Schlauch hier mit. Ja, zu früh gefreut. Also raus. Doch zuerst das Stück. Nur so ein bisschen fummelig, weil die Zylinderhaube hier natürlich nicht viel Platz lässt zum Anfassen. Ich bete, dass ich das jemals wieder rauskriege. Drehe es jetzt doch wieder so rein. Mal schauen. Gut. Der Apparat hierauf. Ich werde jetzt die Zündung nicht anmachen, weil ich will ja nicht, dass der Roller anspringt. Ich glaube, man soll noch den Gashahn aufdrehen. Oder aufgedreht haben. Dann gucken wir mal, was jetzt gleich rauskommt. Ich hoffe, man kann es sehen. Ich versuche es hier mit allem, was ich habe, hier das hinzukriegen. So, Gashahn ist aufgedreht. Das war die Lampe.
Ja, das sieht schon mal sehr traurig aus, ne? 5 Bar. Ich drehe mal den Gashahn wieder rum, gucken, ob sich noch was ändert. Hier kann man an der Seite den Druck wieder ablassen. Kann natürlich jetzt doch daran liegen, dass das Gewinde nicht richtig drin ist. Ich werde das mal so ein bisschen mit der Zange weiter reindrehen und merke mich gleich wieder, wenn ich das gemacht habe. Also bis gleich. So, es ist jetzt noch mal alles richtig fest verschraubt, aber es dürfte von der Sache her eigentlich nicht was anderes rauskommen. Also Gashahn auf. Tja, 5 Bar. Das ist ja richtig traurig. Aber was will man machen? Der Roller fährt aber gut, der zieht gut ab. Sehr merkwürdig. Das ist ungewöhnlich. Aber was will ich jetzt machen? Das ist der Stand der Dinge. Ich kann ja noch mal schnell die Kompression an meinem 50 Kubik TPH messen, ob das da anders ist. Mal sehen. Also, bis gleich. So, jetzt bin ich hier am TPH 50. Gleiches Spiel wie eben. Der Gasgriff hängt hier so noch runter. Den drehe ich. Hier ist die Anzeige. Dann schauen wir mal. Also 2 Bar, glaubst du das selber nicht? Das Teil muss ja anscheinend hier irgendwie einen Knall haben. Oder ich mache was falsch. TPH 5 Bar, der Roller 2 Bar, kann nicht sein. Der Motor hier läuft, das Ding funktioniert. Also das ist ein neuer Zylinder. Also 2 Bar ist eigentlich maximal unmöglich. So, merkwürdig. Tja, wäre cool, wenn jemand in den Kommentaren vielleicht erklären könnte, woran es liegt. Woran hat es gelegen? Ich weiß es nicht. Bin jetzt ein bisschen enttäuscht. Dachte, ist mega Teil hier und macht hier. Ja, die gibt die große Offenbarung, wie viel Druck da drauf ist, aber wenn das stimmen sollte, dann ist das ja gar nichts. Haut mal gerne in die Kommentare, was ich falsch gemacht haben könnte, wenn ihr damit Erfahrung habt und wie man es besser machen kann. Ja, trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen. War mal wieder ein kleines Lebenszeichen. Es wird künftig auch wieder mehr werden. Ich habe hier noch so eine kleine Geheimüberraschung auf Lager. Ein schönes Rollerprojekt. Ihr könnt ja mal raten, was für ein Roller es wird und was ich damit vorhab. Klingt zwar ziemlich bekloppt, weil das kann ja alles sein, aber ich sag mal so viel, es ist ein Pietro-Modell. Könnt ihr mal reinschreiben, was ihr denkt, was da kommt. Also, nochmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss und haut rein.